Oh nein, wir brauchen Batman. Die Frau hat eine gebrochene Hüfte. Wir müssen sofort operieren. Genau. Gut, dass Sie es gerufen haben, Pickette Gordon. Aber Batman, ist es nicht total unnötig und eine Verschwendung, einem so alten Mann eine neue Hüfte einzubauen? Nein, Robin. Auch wenn die Frau bereits über 90 ist, ist sie dennoch ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Wovon soll Helene Fischer sonst leben? Heilige Demenz, Batman. So habe ich das noch nie gesehen. Du hast natürlich recht. Ich wasche mich schon mal ein. So, fertig. Robin, das waren keine 3 Minuten. Aber ich habe mich gründlich desinfiziert, Batman. Nein, Robin, auch wenn es mühselig ist, sind die 3 Minuten wichtig, um die Sicherheit und Keimfreiheit des OPs zu gewährleisten. Heilige Infektionsprophylaxe, Batman. Du hast natürlich recht. So. Fangen wir an. Bevor wir anfangen, ich bedanke mich bei Frau Grüters-Kieslich für die Biernominierung. Und aber Batman, ist es nicht todeskindisch und total unlustig, auf Biernominierungen einzugehen? Robin, manchmal lohnt es sich, wie ein kompletter Vollidiot auszusehen, um seine Freunde nicht zu enttäuschen. Heiliger Fall. Alkoholismus, Batman. Du hast recht. Und ich nominiere Alexandros aus dem Medi-News und Indiana 2 und 7 aus dem Indiana-Sketch. Nun, legen wir los. Gerinnung, Batman. Die Frau war makumarisiert. Wir haben ein Problem. Reich mir sofort das Bat-Anti-Blutungsspray. Komm sofort. Puh, das war knapp. Aber Batman, sterben nicht ohnehin 90% der über 80-Jährigen in der ersten postoperativen Woche? Das ist die Aufgabe der Palliativmedizin, Robin. Da dürfen wir uns nicht einmischen. Du hast wie immer recht, Robin.